stehende Produktionen, fehlende Rohstoffe, holprige Lieferketten. Die aktuelle Weltsituation macht sich auch in der heimischen Wirtschaft bemerkbar. Das soll auf keinen Fall heißen, dass man nicht mehr im globalen Handel aktiv ist, aber es bedeutet, dass Genossenschaften, regionale Strukturen und regionales Beschaffen von Produkten und Dienstleistungen wieder stark an Bedeutung zunimmt. 250 Genossenschaften in der Hand von 350.000 Oberösterreichern. Sie alle Teil des Oberösterreichischen Raiffeisenverbands. Beim Genossenschaftstag im Linzer Design Center war man sich einig. Aktuelle Herausforderungen können Sie besser meistern als manch andere. Der Vorteil ist, dass die ganzen Gewinne und die Wertschöpfung in der Region bleiben, weil ja auch die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher die Eigentümer sind. Dass die wesentlichen Entscheidungen von Menschen gefällt werden, die hier aus der Region sind und damit einen ganz anderen Blickwinkel haben als irgendwelche fernen Eigentümer in vielleicht fernen Ländern. Und das Dritte ist, dass die Kunden gleichzeitig die Eigentümer sind. Und das ist was ganz Besonderes, weil damit gibt es keinen Interessenskonflikt zwischen Kunden und Eigentümer. Lagerhaus, Molkereien und auch Biomassegenossenschaften. Im 19. Jahrhundert wurden die ersten gegründet. Oberösterreich ist als Wirtschaftsstandort mit ihnen gewachsen. Ich glaube, dieses unternehmerische Denken brauchen wir in der gesamten Gesellschaft, diese Bereitschaft, sich einzubringen, selbst auch einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das braucht man in diesen schwierigen Phasen ohnehin. Die Genossenschaften haben, glaube ich, den Vorteil, dass sie nicht einfach auf Konkurrenz oder Rivalität basieren. Da kommen viele unter die Räder dabei. Sondern dass auch auf die Schwächeren geschaut wird, also auf regionale Bedürfnisse. Und dass versucht wird, eigentlich keinen links liegen zu lassen. 350.000 Eigentümer, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das könnte das wirtschaftliche Zukunftsmodell werden. Denn Abhängigkeiten von großen Playern gibt es bei Genossenschaften nicht.